So, da sich ein YouTuber sich's gewünscht hatte, nachdem mein letzten Teardown von einem Radiowecker, hat sich jetzt einer gewünscht, dass ich jetzt mal ein Handy auseinandernehme. Da es nicht spezifiziert hat und ich nicht so bekloppt bin, ein funktionsfähiges Handy, was noch Wert hat, zuvor hatten wir das nicht, meine Smartphones, habe ich mal, guckst du mal in deine Kiste, und da habe ich natürlich ein paar Handys drin, da, die ich in anderen Videos auch genutzt habe. Da habe ich jetzt hier ein blaues mit der Custom-Hülle, Custom-Cover, ein Philips Savvy. Warum ich das jetzt auch hier reinnehme, ist zum Beispiel, das war mein allererstes Handy. Ja, mein allererstes Handy, damals noch Prepaid-Zeiten, D-Mark-Zeiten, war das Philips Savvy mein erstes Handy. Mann, habe ich damit rumgespielt. Auf einem Zwei-Zeilen-Display mit den ganzen Monophon-Klingeltönen. War funny. Und dann ein Backup, altes Backup-Handy von mir, was ich als Backup mal hatte, kurzzeitig, haben wir hier ein Trium Galaxy, ich glaube ein Trium Galaxy D2. Ja. Trium Galaxy D2 S2. Wie man sieht. Nur stehe ich jetzt vor einem Problem, denn beide Geräte haben Spezialschrauben. Ja, in dem Fall ist es kein Spezialschrauben, in dem Fall ist es nur eine Torx. Schraube, sind es zwei Torx-Schrauben. Ja, aber erstmal ist das hier grob auseinander. Ja, das waren damals Akkus. Wenn ich mich richtig erinnere, in dem Fall AA10, glaube ich. Zumindest, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nur erahnen, ja, müssten drei AA-Zellen oder sowas sein. Ich könnte ihn mal nachher aufeinander schneiden und reingucken. Unterschied hier, diese Werte. 3,6 Volt bei 700 Milliampere. Das wäre mein Handy, was ich aktuell habe, eine halbe Stunde in Betrieb halten. Naja. Ich schneide es dann nachher mal auf, um reinzugucken, damit ihr mal seht, was früher für Akkuzellen verbaut waren. Ja, man sieht schon, dass das kein Originalcover, sondern Nachkauf, weil es fällt auch auseinander, wie man sieht. Das hat noch nie gepasst, ich habe es da damals geklebt. Und wieder auseinander, bevor ich dann. Wobei, das hier ist jetzt nicht wirklich mein Handy. Das habe ich auch nur bekommen. Wollte es testen, ob es noch funktioniert, weil ich mich testen wollte, wie war, habe ich mich früher damit bespaßt. Naja, nur ist es nicht mehr funktionsfähig, weil ich kein, naja, kein Ladegerät dafür habe. Im TD-Torx-Schrauben. Was haben wir hier? Was man noch nicht kennt. Eine Antenne, die man nicht rausnehmen kann. Aber doch, raus. Nee, doch, dreht sich, dreht sich, dreht sich. Dreh, dreh, dreh. Die Antenne. Antenne raus. Kein Empfang mehr. Und was haben wir jetzt eben hier? Das Trium Galaxy S2, D2 S2. Also die S2-Version von D2 eben. Man sieht, ein bisschen, ziemlich mitgenommen. Verdreckt. Ich weiß gar nicht mehr, was das erlebt hat damals. Man sieht, das Ding hat auch schon wieder Spezialschrauben. Na, krieg ich's rangezoomt? Ich glaube, innen drin war auch noch welche, der uns, glaube ich, das gesehen hat. Und der mal davon. Hier auch. Genau, das war der mit dem, ich glaube, Wasserschaden. Auch wieder. Oh, Mitsubishi Electronics. Sehr schön. Mit 900 mA bei 3,8 Volt. Was haben wir hier für ein? Made in der Tschechischen Republik. Ui. Auch nicke Akku. Was das Schöne bei dem Gerät ist, A,
Der Einschub für die SIM-Karte. Ja, das ist die SIM-Karte. SIM-Karte rein, ja, und ist fertig. Und da sieht man die Spezialschrauben bei dem Gerät. Das Aufschrauben werde ich jetzt im Video nicht machen, da das mit einer Hand, nur einer Hand nicht geht. Aber erstmal, aber ich zeig mal die Anschläge rein. Ja, ui, eine ausziehbare Antenne. Aber jetzt die Frage. Also damals, wo ich das Handy auch mal genutzt habe, habe ich die Antenne rausgezogen. Und zwar immer, wenn das Handy geklingelt hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas gebracht hat. Ich glaube, das waren damals nur zu Fake-Zwecken. Sagt, wow, wir haben eine ausziehbare Antenne, verbessert die Signalqualität. Werden wir sehen, wenn ich das Ding aufgeschraubt habe, ob das wirklich eine angeschlossene Antenne ist oder ob es, so wie bei anderen älteren Geräten, nur eine Trickserei ist. Dann mache ich hier mal kurz Pause und schraube die beiden Handys mal auf. So, machen wir erstmal mit dem Philips Savvy weiter. Mal ein paar kleine Specs zu dem Handy. Es kam gegen 1999 auf den Markt. Hatte damals schon nicht die guten Werte, aber es war ein interessantes Handy fürs Jahr, aus dem Jahre 1999 ist das schon ein Handy, was geht. War auch ungefähr das Jahr, wo ich es bekommen habe. Ich glaube, im Jahre 2000 habe ich es bekommen. 2000, ja, 2000 war das. Ich habe es ja aufgeschraubt, habe die zwei Schrauben da oben und ich glaube, sehen wir mal auf. Sieht nicht mehr so in der Cover. Schrauben ging erstaunlicherweise leicht raus, weil sie waren nicht wirklich festgeschraubt, sie waren locker. Wir gucken mal rein, was haben wir da. Ja, das ist der Speaker. Wenn das Handy geklingelt hat, dann hat es da geklingelt raus. Nehmen wir mal die von Seite auch ab. So. So, mal dieses Rubber-Pad mal rausnehmen. Früher habe ich die Dinger geliebt, wenn die Handys kaputt waren, habe ich die mal genommen, habe die als Kaugummis genutzt. So. Das ist die Platine mit der Technik der Zeit. Das 2-Zeilen-Display. 2x15 Zeichen. Mit nur SIM-only, keine Möglichkeiten. Was besonders bei dem Handy war, ist, es konnte SMS schreiben. Das war das Besondere bei dem Ding. Es konnte SMSen. Habe ich, glaube ich, aber so gut wie nie genutzt. Ich glaube, ich habe immer in der ganzen Zeit, die ich das Handy genutzt habe, mal die Kamera anders halten, vielleicht 5 bis 10 SMS damit geschrieben. Goldbeschichtet, ziemlich abgenutzt schon. Ein bisschen anzoomen. Aber so sieht es nicht aus. Ziemlich großes Schädling, also Schutz. Könnte ich mir jetzt die Mühe machen, das auseinanderzunehmen, aber wenn ich das hier richtig erkenne, ich versuche es mal rausnehmen. Das Schädling abzunehmen, ein bisschen kompliziert, da es aufgelötet ist. Also nicht ohne Gewalt. Sieht. Das ist die kleine Platine von dem Philips Savvy aus dem Jahre 1999. Ich glaube, das Display könnte man noch für andere Sachen verwenden. Weil der, wenn ich das Handy erkenne, der Decoder-Chip fürs LCD ist hier vorne eingebaut. Ich könnte jetzt echt probieren, das rauszunehmen, aber ich werde es nicht machen. Kleiner Lautsprecher. Wo ich sagen muss, die Sprachqualität vom Ding war... wenn ihr wirkt, hier ist das Mikrofon. Holzkalten, da.
das Mikrofon. Es gab wohl zwei Versionen, das erklärt auch, warum hier auch zwei Löcher drin sind. Es gab eins, wo das Mikrofon hier war, auf der Seite, und eins, wo auf der anderen Seite war. Man war damals wohl beim Entwerfen der Hülle nicht sicher. Also hat man auf beiden Seiten das Loch gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, die Sprachqualität damals für das Ding war nicht wirklich die beste, aber es sprach eben der Zeit von damals. Ich weiß gar nicht mehr, was der Preis damals war. Ist schon zu lange her. Ich könnte mal was nachgucken. Ich habe hier nämlich auf beiden Seiten drauf. Nee, keine Informationen. Aber naja. Schönes kleines Gerät. Mit vielen Spielereien. Ich werde mal probieren. Vielleicht kriege ich doch das Schädling ab. Ich probiere es einfach mal. Mache ich hier mal wieder Pause. Dann geht es gleich weiter. Naja, das Auseinandernehmen war doch eine kleine Schwierigkeit des Schilds. Weil ich dachte im ersten Moment, es ist nur geklipst. Bis ich das Display abgenommen habe. Ich mache es hier mal in der Hand. Ups. Da fällt schon mal die Ladeverbindung ab. So. Wenn ich das Display draufklicke und hier war eine kleine Schraube drin da. Na, kleine Schraube war gut, sie war schon ziemlich lang. Man sieht das erste Schilding, man sieht hier nur in Verbindung, was für den Lautsprecher ist. Denn ich habe vorhin hatte ich ihn noch ab. Hatte ich ihn ab. Das ist sogar aus Versehen einfach abgefallen. Egal, der ist auch nur reingeslidet und klippt hier unten fest drüber. Achso. Ja, so sind wir wieder. Schädling 1, jetzt kommen wir, das war Schädling Nummer 2 abnehmen. Nichts Interessantes, eben nochmal das Metal Shield. So, und da haben wir das Innenleben des Geräts. Da haben wir schon mal eine Chip von NEC. Japan AGU, das dürfte ein Speicherchip sein oder ROM-Chip. Dann haben wir hier ein HSM0202. Hier haben wir PVY40. Da steht aber, sind das nicht, wahrscheinlich nicht die Bezeichnung für den Chip. Guck ich mal. Sticker ab, weil das ist ja nur ein Sticker. Mein Autofokus will jetzt aber nicht. Ich kann es leider nicht lesen, ich komme aus. Okay, das dürfte ein Signalchip sein. Wo ich das lesen kann. Okay, das. Erschienen ist das Gerät 1999, dieser Chip trägt aber ein Printjahr aus dem Jahre 2000, nämlich ich gucke mal, ob ich auf die Kameralinse draufkriege. Vom 14.06. Ja, lese ich dich. Ja, vom 14.06.2000. Gehen wir uns nach hier, weil ich habe ich das, da kommt das Licht von der anderen Seite ran. Da sehen wir uns wieder, müssen wir jetzt vom Kopf, aber egal.
Ein Crystal. Ich schieb's andersrum. Na komm. Und auch noch Chip. Bezeichnung ist mir auch nicht bekannt, was das für eine ist. Ich guck mal, ob ich ranzoomen kann, gucken kann. Okay, das ist ein Philips Chip. Und wer das andere Symbol hat, genauso wie das andere, das war wahrscheinlich auch eine Produktion von Philips. Aber hier noch Philips Chips. Ein Chip aus Frankreich. Das dürfte der Transformer-Chip für die Antenne sein. Also das dürfte der GSM-Chip sein. Das dürfte der Sprachchip sein. Wobei, das könnte auch der GSM-Chip sein. Das hier könnte der Prozessor sein. Das weiß ich jetzt nicht, egal. Ja, da ist der Chip hier auch geschildert. Mittel steht drauf. Aber man sieht, das ist das Innenleben. Rückseite haben wir auch noch mal ein paar Philips-Chips. Das wissen wir hier, müsst ihr das jetzt lesen können. Umbachips, Transistoren. Hier lag der Sprecher, der Lautsprecher auf. Hier haben wir das Mikrofon. Das kennt jeder. Das ist das Standardbauart vom Mikrofon. Anderen Chip. Ich bringe mal ein bisschen so, dass ihr ein bisschen das Licht lesbar macht. Wer das lesen will, müsst ihr das Video im Vollbild gucken und ein bisschen ranzoomen. Ich kann es noch probieren, das irgendwie lesbar raufzukriegen. Und nicht gerade viel drauf. Wie ich das richtig weiß, das Ding hat keinen kein Vibrator, nichts der Art, sondern nur Klingeln. Was eigentlich traurig ist, aber egal. So. Das ist die Bauplatine. Schale 1, Schale 2 Teilen, Akkudeckel, die Tastatur, das Gummi von an, die Schädling, das Display. Was man sagen muss, das hat Philips auch clever gelöst. Man guckt die Frontseite, man sieht die Pins hier. Das ist der DisplayPort. Und er liegt da auf. Clever gelöst, muss man mal sagen. Wer die Teile haben will, braucht, kann sie entweder hier ein paar eine abholen. Ich packe sie in eine Plastiktüte rein. Kann sie sich aber zugeschickt gegen Erstattung. Und einer kleinen Nebengebühr kann er sich auch das zugeschickt bekommen lassen. Jetzt schneide ich mal den Akku auf. Damit ihr mal gucken könnt, was da drin ist. Hier schneide ich natürlich wieder, weil ich brauche dafür beide Hände. Denn ich will ja nichts so kaputt machen, dass man es nicht weiter nutzen kann. So, und das ist der Nickel-Metal-Hybrid-Akku. Sieht. Wie ich gesehen habe, ist der Totalschaden. Ja, den hat sie nicht ein kurz gestaubt. Das heißt, der ist ausgelaufen. Das erklärt, warum das Handy auch an der Ladestation kein Piep von sich gegeben hat. Und man sieht, ganz normale AAA-Zellen. Ich könnte jetzt mal gucken, dass ich da jetzt meine normale daneben lege. Ich gucke mal, ob ich mal... Ob ich hier eine AAA-Zelle, eine TBE-Zelle finde. Also, das sind jetzt hier
Aber gleich, ich habe mich doch wohl ein bisschen geirrt, denn Nickel Metal Hybrid Akkuzellen, 3 Stück an der Zahl, eine normale Alkaline Zelle AAA. Nämlich kürzer, ein paar Millimeter, aber kürzer. Es gibt zwar Leute, die haben nachträglich modifiziert und haben normale Akkus genutzt. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich könnte es probieren, aber ich würde es nicht machen. Was mir aber auch aufgefallen ist, das Ding hat keinerlei Schutzelektronik. Der ganze Akku ist nur Akku, keine Schutzelektronik. Aber immerhin, ich habe es auseinandergenommen, man sieht jetzt mal die Akkuzellen, die leider tot sind. Denn wo ich die Folie abgemacht habe, hat es kurz gestaubt, da ist mir Batteriepulver, die Reste entgegengekommen. Das heißt, die Dinger sind oxidiert, also tot. Wer es vom Handy was haben will, kann es mir, kann mich anschreiben, wenn ich bis dahin nicht entsorgt habe, kann ich es weggeben. Also eben geben eine kleine Versand, entweder Abholung oder eine kleine Versandgebühr. Und jetzt mache ich mal weiter mit dem Trium Galaxy D2S2, welche wieder Spezialschrauben hat, die aber so aussehen, als ob ich sie, ich guck mal, ob ich sie welche Linse reinkriege. Den kriege ich gerade nicht hin. Aber so aussehen, dass ich, als ob ich sie aufkriegen würde mit Spezialwerkzeug. Weil ich nicht wirklich habe, aber ich werde mal tricksen. Also bis gleich. So, und da habe ich die Schrauben gelöst. Leider musste ich bei den oberen Beinen ein bisschen Gewalt ansetzen, weil die sind zwar tief drin gewesen. Die habe ich nochmal rausgekriegt. Dann musste ich ein bisschen tricksen, aber man sieht, ich habe es aufgekriegt. So, wie man sieht, die ganzen Connections. Hier haben wir die Platine. Ich guck mal, ob ich so wie die raus. So, zack. Hier haben wir auch wieder so ein typisches Rubberband. Super. Man sieht, fühlt sich genauso gut an. Was mir aber auch hier gleich auffällt, ich will mal kurz die Platte, rausnehmen, Sally. Das Ding hatte das Philips Savvy halt keine Tastaturbeleuchtung. Keine. Da ich ja, dass es pure schwarze Tastatur ist. Während hier man sieht, weißes Keyboard. Und augenscheinlich eine Tastaturbeleuchtung anhand der Chips hier, die so angeordnet sind wie bei einer Tastaturbeleuchtung typisch. Auch was hier anders ist, ist wie gegenüber dem Philips Savvy, was im etwa demselben Jahr ist, 1999-2000, ist der Lautsprecher ist per Pin Connection hier auf den Kontakt drauf gedrückt. So. Und das Handy hat 2 Vibrationsmotoren. Die kam ich noch nicht lassen. Auch schön im Spiel war eben die der Tastatursperre Klappform. Was ein Grund war, warum früher bei mir der Telefon schon mal so hoch war. So, und jetzt gucken wir mal. Ich mache jetzt hier mal kurz Pause, mache mal Kameralicht an, weil dafür scheint jetzt die Lampe von hinten nicht zu reichen. So, weiter geht's, nachdem ich gerade ein paar kleine technische Schwierigkeiten hatte, um mir das Video, was ich, ja, ich schneide alles zusammen, davor aufgenommen habe, so gut wie verloren gegangen ist, ne? Und ich eine schwere Kopie wiederherstellen musste, konnte ich jetzt wieder retten, das heißt, jetzt kann ich flüssig weitermachen, aber eben mit 6 Stunden Verzögerung, das hat nämlich die Recovery der Riesendatei gedauert. Das wird funktioniert, ich kann jetzt weitermachen. So, was ich nämlich sagen wollte ist,
Beim Trium ist eine ausziehbare Antenne. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es wie bei diversen Sony Ericsson-Geräten ein Trugschluss, ein Betrug, nur Deko, dass diese Antenne einen Zweck hat? Oder hat diese Antenne einen Zweck? Wenn ich guckt, man sieht hier aufs Grobe erstmal nirgends irgendwie Kabel gehen. Das sieht hier oben ein bisschen silber. Da ich aber das vorher in dem Vorvideo schon gemacht habe, da mir aber das Handy dann abgestürzt ist und dann die Videodaten ein bisschen wohl beschädigt bzw. verloren gegangen sind, konnte ich es jetzt wieder herrichten. Weiß ich, dass bei dem Handy, also jetzt beim Tium Galaxy SD2 S2, hat es einen Sinn, denn man sieht auf der Platine hier einen Anschluss. Das ist schon ein Pressfit-Kontakt. Ja, damals sahen die Pressfit-Kontakte nämlich so aus noch. Und dieser Kontakt liegt, wenn man das hier drüber hält, genau hier auf dem Metallstück auf. Ergo hat diese Antenne sprichwörtlich doch einen Zweck. Es kann auch bedeuten, dass die trotzdem keinen Sinn hat, aber da ich ja nicht sehen kann, aus was die Antenne ist, oder wie sie innen drin hier unten hinten aussieht, weil da ist alles verdeckt. Auch wenn ich das hier hinten komplett reinschiebe, sehe ich leider hier hinten, ja, wie meine Kamera richtig scharf stellt, nämlich gar nichts. Dafür müsste ich die ganze Antennenbereich hier abbauen. Und das geht nicht, weil es verklebt ist und ich wollte das der Schaden nicht ganz zerstören. Gucken wir mal weiter, was haben wir hier? Ich muss jetzt auch gerade erstmal wieder reinkommen, weil es sind mal jetzt 6 Stunden Verzögerung zwischen dem Video und denen davor. Gucken wir uns das mal im Platin hier an. Wieder viele Schädlings, also Schütze. Auch habe ich in dem Vorbild einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, augenscheinlich beleuchtet, aber es ist beleuchtet. Und zwar genauso wie das Display in, was war das, grün. Grün ist gute Farbe. Man guckt, das alte Handy, ich jetzt mal hier mal halten, hat er eben keine Beleuchtung, dafür ist noch zu alt. Aber eben eine Beleuchtung zu der Zeit hat natürlich auch einen Nachteil. Es braucht natürlich ein bisschen mehr Akku, deswegen war wahrscheinlich auch das Akku-Pack ein bisschen größer. Mann, viel Mitsubishi. Dabei kann ich, muss ich ehrlich sagen, Mitsubishi kann ich zu deren Zeitpunkt bis jetzt nur als Autohersteller. Ich überlege, ich habe früher direkt in der Nähe einer Mitsubishi-Verkaufsstelle gewohnt. Das war's dann. So, ich werde jetzt mal jetzt hier wieder im Video schneiden. Und diesmal Handy stürzt mir nicht ab und beschädigt mir die Videodaten. Also, jetzt gucke ich erstmal, wie ist das hier gelöst mit den Schädlings. Scheint geknipst zu sein. Ja, ist geknipst. Das heißt, ist bei dem hier leichter abzunehmen als bei dem vorherigen, wo ein komplettes großes Schädling. Warte, ich hole es mal raus. Also ein Riesenschädling, komplett mit einer Schraube befestigt war, die natürlich schwer rauszuziehen drin war, weil sie lang war. Aber ich schneide trotzdem mal und mache dann mal weiter. So, und weiter geht's. Jetzt habe ich das Schädling hier schon mal gelockert, dass ich ihn nach ab hochheben muss. Wenn sie sich wieder festgezogen hat, so Schädling 1, Schädling 2. Wieder Speicher, was natürlich jetzt auch am Gewicht des Handys spart. Leider habe ich jetzt die Daten schon zugemacht, weil ich habe schon gedacht, die Videodaten sind komplett verloren und die ganze Arbeit umsonst. So, sieht. Was haben wir hier für Chips drauf? So, gucken wir mal weiter.
Ja, weil ein DTU 441K1 mit 133er, nee, 13 Megahertz könnte, ich weiß nicht, was es ist, könnte ein Prozessor sein, aber das wäre ein bisschen OP. Es könnte aber auch einfach nur ein Prozessor-Chip sein, der auch was anderes umrechnet, weil 13 MHz für so ein uralt Handy ist ein bisschen viel. So, dann haben wir hier auch wieder, was haben wir hier, was steht dann? 1AW96C Alps. Weiß ich auch nicht, was das ist. Dann haben wir hier einen Chip, den, warte, ich guck mal, ob ich schaff, ob mein Handy es schafft, wieder scharf zu stehen. Aber der Fokus ist nicht wirklich heute gut drauf. Nee, ich krieg's nicht scharf drauf. Gerade hat er so gehabt. Oh, manche. Da, jetzt haben wir's. So, da haben wir 9AD D5121. Aber ich kann das Symbol da nicht erkennen. Ich nehme mal kurz. Ich kann es nicht erkennen. Ich ke kann keine Firma mit dem Symbol da in Verbindung bringen. Das haben wir hier. Wieder so getreten. Fokus ist manchmal. Manchmal kriege ich das Ding hier, das den Fokus nicht drauf. Was ist das denn bitte für eine Schrift? Interessant. So, hier oben. Wir waren von hier oben. Oder waren es. Also wirklich, die Chip, manche Chips sagen mir davon gar nichts, was hier drauf gebaut ist. Keine große bekannte Firma. Da keine Namenprints drauf. Aber hier noch. Es steht da was drauf, aber ich krieg's nicht. Also. So, 9434. Das ist ein Firmensymbol. DTY 935. Ich habe leider auch keine Brille auf, das heißt, ich kann es nur jetzt über das Display hier lesen. Das war es eigentlich, was ich hier so für Chips erkennen kann. Muss sagen, es hat was. Ich kann mal gucken, ob es hier unter dem Display, das auch nur geklipst ist. 6, was verbaut ist. Was haben wir da? Noch ein Schilling. Aber da ich jetzt weiß, wie die Schilling verarbeitet sind. Ist kein Problem, das rauszunehmen.
Und noch ein Band auf Opfernschips. Ja, das kenne ich irgendwie. Das ist ein Speicherschip. Also der Chip, das ist ein Speicherschip, meines Wissens. Das ist der Prozessor. Ein ARM-Prozessor. Sehr schön. Wir haben was versucht zu verdecken. Ja, das kriege ich nicht ab. Das ist Farbe drauf. Auf jeden Fall ist das Chip 94er Baujahr, aber ich kann ganz leicht erkennen, ganz hauchfein erkennen, was da steht. Das ist ein AMD. Interessant. Ein AMD-Chip im Handy. Geil. Von wegen AMD nur Computer. Da ist der Beweis. AMD im Handy. Und dann auch noch Copyback 1997. Wow. Das ist doch der reinste Orgasmus. Ich übertreibe schon wieder. Sieht. Aber interessant, dass man einen ARM-Prozessor, einen typischen Speicherchip, das könnte auch ein ROM-Chip sein. Auf jeden Fall sind hier Daten drauf. Und einen AMD-Chip im Handy findet. Aus dem Jahre 1999, 2000. Also, das ist es wert, mir das Ding auseinanderzunehmen. Auf jeden Fall, das ist das Video zu den zwei Handys. Ich hole jetzt alle mal raus. Alle Teile mal raus. Und ich roll schon auf, ey. So. Das sind die Überreste. Das Einzige, was ich jetzt noch machen müsste, wäre jetzt den Akku hier auseinandernehmen. Aber wie man sieht, das sind deutlich größere Zellen. Längere. Der könnte nämlich auch noch funktionieren, müsste aber nicht. Whatever. Wenn man sie erkennt. Im Handy vom 1999. Dem Philips Siri war ein 700 mAh Akku. 13 Akku verbaut. Nickel Metall Hybrid Akku, genau wie der hier. Nur hat der dieser hier eben mit dem Unterschied, dass der hier 3,6 Volt hat und der hier 3,8 Volt. Und heutzutage laufen alle Handy Akkus auf 3,7, also genau den Zwischenwert. Mit Dauer deutlich mehr Leistung. Ich überlege, dass hier der Akku jetzt in meinem Kamera-Handy, mit dem ich das hier aufnehme, hat 3100 mA und ist deutlich kleiner als die beiden, die gerade mal 700 und 900 mA haben. Ja, das ist das Video. Es kann sein, dass ich vielleicht auch Wunsch noch mehr Handys auseinandernehme. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch Elektrogeräte oder Computerteile oder Handys, whatever, per Post zu schicken. Eine Adresse für Päckchen, Pakete, Warensendung ist in meiner YouTube-Beschreibung. Und nachdem ich ja meinen Kanal jetzt umgebaut habe, mit Google verknüpft habe und bla, also jetzt nicht Google direkt in meinem Privatprofil, da ich das noch ein bisschen trennen möchte, dürfte ich jetzt auch noch umschreiben, dass auf meiner Google-Page
auch auf die Adresse steht, wo ihr Sachen hinschicken könnt. Aber bitte schreibt mich möglichst vorher an, weil es könnte sein, dass ich eventuell mal im Urlaub bin oder mal länger woanders bin. Weil immerhin sind, werden die Pakete in der Packstation nur eine Woche aufgehoben, also 5 Tage eigentlich. Und dann werden sie zurückgeschickt. Nicht, dass ihr hier umsonst Versandkosten verbratet. Wenn ihr weiterhin wollt, das komplette Set, also die ganzen Überreste, auch die Schrauben, Einzelteile, könnt ihr mich anschreiben. Dann packe ich die in einen kleinen Päckchen rein. Oder baue die Dinger wieder grob zusammen. Weil ganz zusammengebaut würde ich zwar hinkriegen, aber das ist es mir nicht mehr wert. Dann könnt ihr die Teile haben, wenn ihr sie braucht. Auf jeden Fall, es war mal funny, mal solche auseinanderzubauen. Zwar habe ich schon mal 2 Handys auseinandergebaut, aber das ist schon Jahre her. Und das war, was war denn das? Ich glaube, mein erstes Kamera-Handy, was war das für ein? Ein Sagem MAX 6 oder 8, glaube ich. Es kann auch ein MAX 5 gewesen sein. Auf jeden Fall lustiges Gerät mit Wasserschaden, nachdem es in der Pfütze schwimmen gegangen, auf Taufstation gegangen ist. Das Witzige ist, der Schwimmgang im See hat es überlebt, der Schwimmgang im Pu in der Regenpfütze nicht. Interessant, ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es ruhig verteilen, ihr könnt es liken, ihr könnt es kommentieren. Ihr könnt auf den Like-Button so lange drücken, bis dieser Untot umkippt. Oder so lange das Video teilen, um euren Freunden zu sagen, wie scheiße ich bin. Was ich so gesehen eigentlich nicht bin. Ich bin eben so, wie ich bin. Und auf Wiedersehen. Oder Wiederhören in dem Fall.